Und die Aufgabe hieß, wie reagiert Emma? Sieger dieser Aufgabe ist Tante Anna, Anna Ehrlicher. Unsere Kids hier haben zum Teil noch nicht so viel gelesen und wenig Mikrofonerfahrung. Ich finde es super, dass die mit dem Lampenfieber, was sie gerade haben, mit der Aufregung trotzdem gesagt haben, wir machen das. Geben Sie noch einen schönen unterstützenden Applaus für alle. Wow, das saß. Ich fühle mich wie aus dem dritten Stock geworfen und von einem Laster überfahren. Köln. Wie weit ist Köln von Hamburg entfernt? 500 Kilometer? 1000? Okay, meine Geografiekenntnisse sind spärlich. Aber sogar ich weiß, dass das keine Strecke ist, die man mittags mal eben mit dem Rad zurücklegt. Ruckartig hebe ich den Kopf. Wann ziehen wir um? Sobald wir eine Wohnung in Köln gefunden haben, antwortet meine Mutter nervös. Sie scheint auf meinen Ausbruch zu warten. Schatz, ich weiß, das ist nicht ganz leicht für dich. Wenn du reden möchtest, reden. Ja, klar. Meine Mutter zerstört mein Leben und mein erster Impuls ist, mit ihr zu reden. Sicher. Schon beeindruckend, wie gut sie mich kennt. Ich spüre, wie sich ein hysterischer Lachkrampf anbahnt. Köln, das ist doch wohl ein schlechter Witz. Ich kann hier nicht wegziehen. Ich meine wirklich, ich kann hier einfach nicht weg. Mal ganz abgesehen davon, dass ich Hamburg liebe. Mal abgesehen davon, dass ich mein ganzes Leben hier verbracht habe. Und sogar mal abgesehen von Greta, lebt hier der wichtigste Mensch in meinem Leben. Der Mensch, dem mein Herz gehört. Der Mensch, mit dem ich mein restliches Leben glücklich und zufrieden verbringen möchte. Mein Romeo, mein persönlicher Märchenprinz, kurz Philipp. Mein drohender Lachkrampf verwandelt sich in ein heftiges Schluchzen. Und natürlich laut klingt es. Ich muss weg, murmel ich. Emma, bleib bitte hier, wir sollten reden. Ich mache uns eine schöne Tasse Tee und einen Scheiß wirst du, brülle ich. Plötzlich stehe ich an der Tür. Du verstehst überhaupt nicht, was das für mich bedeutet. Ich habe Freunde hier, mein Leben spielt in Hamburg. Meine beste Freundin lebt in Hamburg. Meine große Liebe lebt in Hamburg und ich will verdammt nochmal auch in Hamburg leben. Nach Luft schnappend starre ich meine Mutter an. Sie starrt atemlos zurück. Das ist noch nie vorgekommen. Ich habe meine Mutter noch nie, und ich meine wirklich nie, angeschrien. Sie hebt die Hand und will etwas sagen, aber offensichtlich fällt ihr nichts ein. Sie lässt die Hand wieder sinken und scheint noch schockierter als ich. Wir haben immer noch mal miteinander geredet. Aber in Krisensituationen ist da bekanntlich alles ein bisschen anders und bei Gott, das ist eine Krisensituation. Eine Krisensituation, die förmlich nach einem Ende schreit. Nach einem letzten Blick auf meine fassungslos reinschauende Mutter stürze ich Hals über Kopf aus der Wohnung. Wohin, überlege ich, während ich das Treppenhaus hinunterstürme. Mein erster Gedanke ist natürlich zu Philipp, aber es sprechen gleich zwei Dinge dagegen. Nämlich, dass ich erstens aussehe wie ein Waschbär, Wimperntusche verträgt sich einfach nicht mit Tränen, und ich zweitens ernsthaft bezweifle, dass ich eine Viertelstunde mit dem Rad bewältigen kann, ohne von einem Auto überrollt, beziehungsweise von der Polizei, wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses, siehe Punkt 1, aufgegriffen zu werden. Greta, schießt es mir durch den Kopf. Natürlich, Greta. Meine Vertraute, meine Mitheulerin bei sämtlich schrecklich schnulzigen Liebesfilmen. Meine erster Schluck Sekt im Leben Mittrinkerin. Meine Seelenverwandte, kurz meine beste Freundin. Während ich am Fahrradschloss herumhantiere, krame ich mein Handy aus der Tasche. Greta, Notfall, können wir uns am Hafen treffen? Yep. Schaffst du es in 10 Minuten? Ich bin in 5 Minuten da, sagt Greta ohne Zögern. So reagiert eine beste Freundin. Als ich mich gerade auf mein Rad schwinge, fängt es an zu regnen. Ach was, regnen. Es gießt wie aus Kübeln. Man sollte wirklich nicht einmal denken, dass es nicht mehr schlimmer kommen könnte. Es gibt immer eine Möglichkeit. Tropfnass mache ich mich auf den Weg zum Krisengipfel.